Unser heutiger Studiogast kickt in der Landesliga beim VfL 93. Doch noch vor weniger Zeit war er in der Kreisliga beheimatet, bevor es ihn dann in das prominente Team von Olaf Ort zog. Ich begrüße ganz herzlich zum Elbkick TV Talk Marius Krösche. Hi Marius, grüß dich. Danke, schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du es eingerichtet hast. Ja, ich sagte es gerade, prominentes Ensemble von Olaf Ort. Als da werden im Vorfeld wurden ja viel über euch geschrieben und auch berichtet, als da eben jetzt seit neuestem werden Namen wie Marius Ebbers oder auch schon Olufemi Smith, den Schlag den Raab-Gewinner oder eben auch den Bachelor Paul Janke. Wird man da oft drauf angesprochen? Ich denke, wir als Mannschaft, wir schauen auf uns, es gibt da sicherlich viele Einflüsse von außen. Es ist toll, dass du mit dem spielst. Oh, der war mein Idol, bei Pauli habe ich ihn immer im Stadion gesehen und jetzt ist er bei dir, Stars zum Anfassen und so weiter. Aber für uns ist das, im Training ist das Alltag und wir schauen da einfach auf uns. Ja. Wie gehen denn die Betroffenen quasi selbst damit um? Kriegt man das mit und so, wie die Reaktionen sind von einem Ebbers, der ja eigentlich wirklich als auf dem Boden gebliebener, hautnaher Profi bekannt geworden ist? Ja, die blenden sich einwandfrei ein. Also Olufemi und Paul, die waren schon da, als ich kam und da war nie irgendwie sowas spürbar, dass es sowas wie Allüren gab oder sowas, sondern total menschlich, total offen, super aufgenommen worden, auch von denen dann im Speziellen vielleicht. Und jetzt als Ebbe zuletzt dazu kam, ihr habt ja auch davon berichtet, vom ersten Training, ist alles sehr homogen abgelaufen und da gibt es überhaupt nicht sowas, dass da irgendwie sowas wie ein Sonderstatus gegenüber dem Rest der Truppe irgendwie ist oder dass da Ungleichmäßigkeiten sind oder sowas. Das ist total nett und angenehm. Läuft. Hat sich auch super eingefügt, Marius Ebbers, mit einem absoluten Traumtor gleich im ersten Spiel. Wie ist das denn so? Macht man denn innerhalb der Mannschaft, sind das dann so Jokes, wenn beispielsweise der Bachelor in die Kabine kommt, werden da irgendwie Rosen verteilt oder sowas? Gab es sowas zu der Zeit? Ach, es gibt sicherlich wie bei jeder Truppe irgendwie immer so episodenweise so Sachen, wenn es irgendwie so einen Aufhänger gibt und dann wird sich dann eine Zeit lang daran abreagiert und das ist dann eine Zeit lang witzig und dann vergeht sowas aber auch wieder und dafür geht es dann ja auch einfach zu schnell, dass dann immer wieder neue Sachen irgendwie reinkommen, plötzlich hat der noch wieder einen besseren Witz und dann bleibt das eine Zeit lang in der Kabine irgendwie immer im Ton. Ja, klar. Aber solche Sachen sind natürlich immer nett und kleine Highlights, aber das ist jetzt nicht so, dass das immer groß die Runde macht und sich für ewig hält. Okay, und ähnlich dann das Beispiel bei Olufemi Smith, der ja die Millionen gewonnen hat bei Raab. Wird er öfters mal gewitzelt, ob er mal einen ausgibt jetzt oder so, weil er es ja noch hat? Nein, aber ich würde auch sagen, dass das einfach zu weit auch dann schon zurückliegt für sowas. Und dass deswegen sowas, ja, wie ich schon sagte, das wäscht sich raus quasi, das ist nicht irgendwie an der Tagesordnung, dass darüber gesprochen wird. Ja, du hattest selber gesagt, im Vorfeld wurde ja viel über eure Mannschaft berichtet und auch viel geschrieben, aufgrund dieser prominenten Namen und Hochkaräter, sagt man ja auch, die Olaf Ort da an Land ziehen konnte. Ihr selbst habt aber gar kein klares Saisonziel ausgegeben. Konzentriert ihr euch auf das nächste Spiel jedes Mal? Auf jeden Fall. Also ich denke, Fußball ist wie im Profigeschäft, auch im Amateurbereich immer noch ein Tagesgeschäft. Wir versuchen gut zu trainieren und dann von Spiel zu schauen. Alles andere wird sich dann am Ende der Saison zeigen. Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall schon mal alles Gute. Okay. Für dich persönlich, wie ist das denn so? Ich meine, vorher kannte man einen Spieler wie Marius Ebbers eben aus der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, gerade hier in Hamburg bei Pauli. War das schon was Besonderes, dann die ersten Trainingseinheiten? Allein von der Ausstrahlung ist er ja bestimmt sehr präsent und man kann viel mitnehmen, oder? Ich denke, dass sicherlich so eine Personalie wie Marius Ebbers eine besondere Strahlkraft hat. Gerade auch als Amateurkicker, wenn man als kleiner Junge anfing, dann wollte man immer Profi werden, hat immer davon geträumt, in einem großen Stadion zu sein. Und wenn man dann plötzlich mit so einem Ex-Profi zusammenspielt, auch Olufemi hat ja schon mal sehr hoch gespielt, das ist sicherlich eine Bereicherung und ich finde auch, dass es allgemein eine Bereicherung für den Amateursport ist. Ob das jetzt Ebbe bei uns ist oder ob das Akimang in Dassendorf ist, ich denke, sowas bereichert irgendwo auch den Amateursport und macht es noch präsenter vielleicht, kann immer wieder neue, junge Leute dafür begeistern, Fußball zu spielen, die kleinen Jungs, kleine Mädchen in Vereine zu gehen und um diesem tollen Sport nachzukommen. Ja. Und du hast gesagt, wir selbst waren ja auch vor Ort bei Ebbers seinem Debüt. Also es waren viele Leute im Stadion, unter anderem auch ehemalige Teamkollegen wie Fabian Boll. Ist schon interessant zu sehen, auf jeden Fall. Du selbst bist noch gar nicht so lange bei VfL. Das ist richtig. Ja, wann kamst du dazu? Ich bin quasi vor einem Jahr dazu gestoßen, also in der Winterwechselphase 12-13. Mhm. Da war das einfach so, dass im Nachzuge meines Kreuzbandunfalles und der OP und der Reha, die sehr lange gedauert hat, dann irgendwann doch wieder der Ansporn kam, auch wieder nach oben zu gehen. Und
Dann wurde der Kontakt hergestellt zum VfL über einen jetzigen Mitspieler und guten Freund. Und seitdem fühle ich mich sehr wohl am Borkweg. Wer war das, der ehemalige, also der jetzige Mitspieler? Nils Mahnke in dem Fall. Ah, okay. Und vorher warst du wo beheimatet? Ich hatte gesagt, in der Kreisliga hast du gespielt. Richtig, wir waren ja in derselben Liga. Also du bei Pauli, ich bei den Alzerbrüdern. Ja. Auch einer meiner ersten Stationen noch aus der Kindheit. Also nachdem ich beim ETV angefangen hatte, die Buffer zu schnüren, war es dann so, dass ich im Zuge eines Jahrgangswechsels sozusagen, also die Trainer sind rübergegangen innerhalb des Stadtteils zu dem weitaus kleineren Verein und haben die damalige Mannschaft mitgenommen. Und seitdem war ich dort. Und als es dann wieder darum ging für mich, dass ich wieder Fußball spielen will, auch als das Knie wieder heil war und vor allem der Kopf gesagt hat, es geht, bin ich da dann zu meinen Wurzeln zurück sozusagen. Und der Verein war immer ein Stück weit auch Familie und somit fand ich das dann eine gute Anlaufstelle für mich, auch da wieder anzufangen. Ja, du hast es gerade angeschnitten, warst schwer verletzt, hattest einen Kreuzbandriss. In dem Zusammenhang auch nochmal eine offizielle Entschuldigung von meiner Seite für die Zuschauer, die das interessiert. Das war ja, ein unglücklicher Zusammenprall von uns beiden im Spiel von damals Pauli gegen Alsterbrüder. Aber wie gesagt, ich sehe, du bist wieder fit und spielst wieder aktiv. Mhm. In der Landesliga bei VfL 93. Aber nicht nur Fußball spielt für dich eine Rolle. Ich habe mir von dir sagen lassen, du warst eine ganze Zeit im Ausland. Das ist richtig. Erzähl doch mal, wo hat sich das verschlagen? Ich war 2010, so lange ist das schon her, war ich für eine Zeit lang in Indien. Das kam im Rahmen meines damaligen Studiums und da habe ich dann für einen sogenannten NGO gearbeitet, habe im Sozialsektor Englisch- und IT-Kurse gegeben. Und was hat das, Entschuldigung, wenn ich einhake, mit einem NGO auf sich? Das nennt sich Non-Governmental Organization, also es ist halt einfach ein nicht staatlich gefördertes Projekt, was von Stiftungen aus Privathand ins Leben gerufen wird und was sich dann halt im sozialen Sektor um in Brennpunkte einfach kümmert. Gute Sache, liebe Elbkick-TV-Zuschauer, Marius Krösche engagiert sich auch sozial, finde ich super. In Indien warst du unterwegs und sagtest, im Zusammenhang mit deinem Studium war das. Was hast du studiert? Ich habe damals Erziehungswissenschaften studiert, das war auch noch in der Zeit vor meinem Kreuzbandriss. Ich bin 2009 nach dem Abi, direkt habe ich angefangen zu studieren, habe dann halt die Zusage aus Oldenburg gekriegt und dann habe ich gesagt, wieso nicht. Mein Vater war schon da, hat dann eh ordentlich die Werbetrommel gerührt, hat gesagt, Junge, geh da hin, super da. Fand ich dann die ersten Wochen auch. Es hat super geklappt, auch mit dem fußballerischen Übergang. Ich habe beim VfB Oldenburg meine neue fußballerische Heimat gefunden. Und von daher waren meine Grundbedürfnisse erstmal abgedeckt. Fußball und Uni, das war erstmal wieder im Lot. Und alles, was man brauchte, war da. Und dann war es halt Teil eines Moduls, ganz einfach, wie das ja in vielen Studiengängen so ist, dass man ein Praktikum absolvieren muss. Und dann ist es bei mir halt Indien geworden. Ich bin in der Schule nicht ins Ausland gegangen, wie das ja auch viele machen in der 11. Klasse, die es jetzt nicht mehr so gibt wie früher. Das war bei mir zum Beispiel auch der Fall. Habe ich mir das sozusagen gespart und dachte dann, na, hol's vielleicht zumindest nach. Und dann bin ich über eine Studentenorganisation schließlich nach Indien gekommen. Konntest du in Indien auch Fußball spielen? Ja, jetzt natürlich bei weitem nicht in dem Umfang wie jetzt hier, aber wir haben da auch dann immer schon in den Parks oder sowas. Dadurch, dass ich da mit 14 Mitbewohnern gewohnt habe, haben wir immer irgendwie mit 14? Mit 14. Guck mal. Haben wir da immer irgendwie Truppen zusammengestellt bekommen, um ein bisschen zu daddeln, ein bisschen zu kicken. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Würdest du sagen, dass sich die Zeit in Indien besonders geprägt hat? Ich denke schon. Also auf der einen Seite, weil ich halt so weit von zu Hause noch nie alleine weg war, sicherlich irgendwie mal im Ausland gewesen mit dem Urlaub, mit der Familie, aber so diesen Schritt zu machen, wirklich auch Europa zu verlassen und alle Zelte oder alle hiesigen Dinge irgendwie hinter mir zu lassen und was völlig Neues zu entdecken und gänzlich auf mich allein gestellt zu sein, war schon eine sehr gute Schule auf jeden Fall, hat mich sehr viel weitergebracht. Ob das jetzt zwischenmenschliche Kompetenzen waren, ob das Dinge waren, die ich über mich selber gelernt habe, Persönlichkeitsbildung und Erweiterung, das war schon sehr, sehr, sehr gut und eben auch die Tatsache, dass ich da, wie gesagt, die vielen Mitbewohner, die kamen auch aus der ganzen Welt und also China, das prägt. Brasilien, Indien sowieso, auch aus Teilen Europas oder Afrika und diese Zusammenkunft von so vielen Nationalitäten hat es sehr bunt gemacht und ich habe ganz viele Dinge von da mitgenommen. Ja, jetzt bist du wieder hier beim VfL Kickst in der Landesliga. Was machst du im Moment privat? Ich studiere inzwischen angewandte Medien, also ich habe Erziehungswissenschaften aufgrund meiner Kreuzband Verletzung nicht zu Ende gebracht, weil mich dann in Oldenburg auch so ein bisschen das Heimweh gepackt hat und ich irgendwie zurück in die Heimat wollte, um mich wieder wohlzufühlen, um die Batterien aufzuladen.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass ich daran schuld bin, dass du dein Studium abgebrochen hast. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das war dann auch irgendwann eine emotionale Geschichte, dass ich gesagt habe, ich fühle mich einfach zu sehr an die Hansestadt gebunden und will einfach zurück. Und kann auch im Nachhinein absolut sagen, dass die Entscheidung total richtig war. Also ich bereue kein Stück daran, irgendwie das Studium von vor ein paar Jahren, hinter mir gelassen zu haben und jetzt was völlig Neues zu machen mit angewandten Medien, weil ich auch denke, dass ich damit später in der beruflichen Perspektive besser aufgestellt bin als mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss, der dann noch eher so ein bisschen wischiwaschi ist, sag ich mal. Ja, das können sicherlich auch alle Zuschauer von Elbkick TV bestätigen oder nachvollziehen, dass man sich eben zurücksehnt nach Hamburg. Mit angewandten Medien, sagst du selbst, bist du breiter aufgestellt. Ich kenne das selber ja ganz gut. Wo siehst du dich dann später dann mal beruflich? Also mein Vater sieht mich so ein bisschen als Schreiberling. Also ich war auch immer schon in der Schülerzeitung bei mir in der Schule immer dabei und habe versucht, da irgendwie in meiner Schule von den weiß ich nicht, Bundesjugendspielen oder was es gab, immer irgendwie Sachen einfließen zu lassen. Ob sich das dann weiterführt, wird sich zeigen. Aber ich glaube erstmal, dass ich auf jeden Fall mich später in der Medienwelt beheimatet sehen möchte. Und da dann auch, je nachdem, wo es mich dann hinschlägt. Also erstmal den Abschluss machen, studieren, guten Abschluss machen. Und ich denke, der Rest kommt dann von alleine. Ja, dann hoffe ich dich auf jeden Fall irgendwann als Kollegen begrüßen zu dürfen. Danke. Nochmal zurück zu deiner sportlichen Situation. Hast du dir selbst irgendwelche Ziele gesteckt für deinen neuen Verein, für VfL 93, persönlich? Naja gut, ich glaube, nach so einer Verletzung, was auch nicht die einzige war, also ich hatte auch diverse Bänderrisse in den Fußgelenken, auch so eine Fußballerkrankheit vielleicht. Leider. Möchte ich erstmal gesund bleiben vor allen Dingen. So. Und sicherlich der Spaßfaktor darf nicht zu kurz kommen. Und das sehe ich beim VfL erstmal absolut gegeben. Wir haben eine super Truppe, da gibt es gar nichts zu mägeln. Und persönliche Ziele ist, um lange zu machen zu können, wie es geht. Also sicherlich wird irgendwann Beruflichkeit und vielleicht auch irgendwann mal familientechnische Planung eine Rolle spielen. Aber heute ist es erstmal noch so, solange ich das Hobby aufrechterhalten kann, solange spielen, wie es geht. Und sicherlich, wenn man aufsteigt, ist immer der schönste Erfolg als Fußballer. Aber ihr macht euch da keinen Stress. Das entscheidet sich dann frühestens am letzten Spieltag. Also deswegen ganz entspannt zusehen, dass ich spiele, dass ich gut trainiere und ja. Der Rest kommt von allein. Ja, wir haben aber auch noch ein kleines Präsent für dich als Dankeschön, dass du hier warst. Isotonische Getränke von Holsten, damit es ja auch mit dem sportlichen Erfolg klappt. Wenn es sportlich klappt, klappt es flüssig. Ja, genau, kannst du gerne in der Mannschaft verteilen. Ja, das reicht. Und vielen Dank nochmal für deinen Besuch. Danke, gerne. Ja, liebe Zuschauer, das war Marius Krösche von VfL 93. In Indien hat er einiges über das Leben und auch über sich gelernt. Hier studiert er wieder angewandte Medien und ist eventuell mal in der Medienbranche auch später tätig. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.